Hallo ihr Lieben, heute möchte ich mit euch eine Weihnachtskarte basteln. Mir geht die ganze Zeit schon durch den Kopf, dass ich unbedingt meinen über alles geliebten Holzstempel noch in irgendeiner Form verwenden will. Und ja, unsere super schöne Blüte habe ich auch noch nicht so viel verwendet für ein Video. Und deshalb habe ich das jetzt heute mal so zusammengestellt. Und zwar, ihr habt ja die Möglichkeit, mit der Stanze ja, so viel, so groß im Endeffekt zu machen. Also eigentlich ist sie gedacht, dass ihr die großen Blütenblätter achtmal nehmt. Ich habe sie jetzt hier für die Karte nur viermal genommen. Generell ist es so, also sie ist jetzt auch nicht gerade portofreundlich. Das heißt, wenn ihr jetzt diese Karte verschicken wollt, müsst ihr euch einen breiteren Umschlag machen, weil sie halt relativ dick ist. Aber ich verschenke ja auch so viele Geschenke und da lege ich gerne immer eine Karte dabei oder stelle sie mit ins Geschenk mit rein. Ja, und ja, ich möchte euch jetzt dann zeigen, wie ich die gemacht habe. Ihr braucht dafür, ich habe jetzt hier die Farbe Schiefergrau und Flüsterweiß gewählt. Werde das jetzt auch noch mal machen, weil ich finde diese Kombi total schön. Ihr braucht die Stanze festliche Blüten. Dann braucht ihr noch für die Blüte herzustellen, wo habe ich sie? Ne, das ist die eine. Ah doch, ich habe eine ein Viertel genommen. Ihr braucht aber, also ihr könnt eigentlich eine Kreisstanze nehmen, so groß wie ihr wollt. Eigentlich wollte ich die 1-Inch-Stanze nehmen, aber ich habe jetzt die 1¼ genommen. Ist auch egal. Also eine kleine Kreisstanze für die Blüte zusammenzumachen. Dann habe ich meine dreifach einstellbare Fähnchenstanze benutzt und habe die Thinlits weihnachtliche Worte genommen. Und habe mir aus silberfarbenem Spiegelkarton habe ich mir das Rohr hier aufgestanzt. Und die Stempel setzt, beziehungsweise ich möchte euch, ich habe das schon mal gezeigt, wenn ihr ganz dünne, feine Stanzen habt, Stampin' Up! Bietet jetzt eine Präzisionsplatte an. Und ich kann euch wirklich nur empfehlen, wenn ihr euch immer schwer tut mit den ja, dünnen Stanzen, dass es nicht richtig stanzt, legt euch diese zu. Die ist granatenhammer cool. Ihr legt die auf eure Multiplatte auf und dann legt ihr euch euer Papier und eure Stanze drauf und nudelt die durch. Die ist echt super klasse. Also wirklich nur empfehlenswert. Ich kann sie euch nur ans Herz legen. Und die Stempelsets, die ich verwendet habe, ist einmal der Hardwood-Stempel. Das ist für mich einer der schönsten Holzstempel, den es gibt. Und dann habe ich jetzt hier unten Weihnachten gestempelt und das ist aus dem Stempelset Winterliche Weihnachtsgrüße. Okay, dann legen wir mal los. Ich habe, damit das Video jetzt auch nicht ganz so lange dauert, weil ich überziehe ja immer irgendwie ein wenig. Ich habe mir jetzt meine Karte schon vorgeschnitten und gefalzt. Also das ist jetzt praktisch A4 in der Hälfte durchgeschnitten und habe es gefalzt. So. Und mein Holz habe ich jetzt auch. Meine Holz hab, ganz langsam, Frau Hen. Mein Holzabdruck habe ich auch schon gestempelt in Schiefergrau. Und habe mir den Rand ein wenig gewischt. So. Und dann zeige ich euch jetzt, wie ich die Blume zusammengesetzt habe. Ich nehme jetzt gerade meine Silikonmatte her, wenn ich mit Flüssigkleber und solchen Sachen arbeite. Oder auch Heißkleber. Also kann ich euch diese auch nur wärmstens empfehlen. Die bekommt ihr immer schön sauber. Ihr habt kein Pappes überall rumfliegen. Also. Ich nehme jetzt, beziehungsweise ich brauche jetzt noch zwei. Ein Kreis, zwei Kreise. Zwei Kreise brauche ich. So.
und nehme meinen Tombow-Flüssigkleber. Dann habe ich mir jetzt ausgestanzt vier kleine und vier große Blütenblätter. Dann braucht ihr zwei von den zusammenhängenden kleinen und zwei kleine Kreuzchen. So, damit die ein wenig Dimension bekommen, falte ich mir die Blütenblätter. Das war jetzt gerade mein Mann. Der macht ein wenig Weihnachtsdeko und ein wenig Randale. So, die falte ich mir alle. Also einfach so in der Mitte ein wenig hochfalten. Wer das genau haben will, kann die natürlich auch mit dem Falzbrett falzen, aber ganz so genau muss das ja jetzt nicht sein. Also finde ich. Aber das könnt ihr ja machen, wie ihr möchtet. So. Und die kleinen hier auch. Habe ich jetzt? Nee, hier ist doch noch eins. Ich wusste es doch. So. Dann nehme ich jetzt meinen Tombow, mache mir jetzt hier ein wenig drauf. Dann nehme ich jetzt meine großen Blütenblätter. Ihr könnt die natürlich auch so rum anlegen. Ich nehme mir gerne die Spitze hier raus, dass die nach außen schaut. Und lege mir jetzt zwei hier drauf. Und zwei hier drauf. So, dann nehme ich mir meinen zweiten Kreis. Also wie gesagt, ein Inch Kreis reicht auch. Mache ich das Ganze jetzt mit den kleinen noch. So. Dann nehme ich mir jetzt hier einen Klecks Kleber hier rein und setze mir diesen Kreis jetzt hier versetzt hier drauf. Dann nehme ich mir so einen Prägestift. Ihr könnt auch eine Schere nehmen oder was auch immer, was ihr gerade zur Hand habt. Bei mir fliegt immer sowas auf dem Schreibtisch rum. Und setzt den mir so hier drauf. Drückt den ein wenig an. Lasst den Kleber ein klein wenig anziehen. So, dann mache ich noch mal einen kleinen Kleckskleber hier drauf. Dann kommen jetzt die zweier kleinen Blätter noch hier drauf. Nochmal einen kleinen Klecks. Nochmal ein wenig. Und jetzt kommen die kleinen Xchen. Da gehe ich noch mal so kurz mit dem Prägetool drüber und setze mir das jetzt hier so gerade hier rein.
So, und dann versetze ich das Ganze jetzt wieder. So. Das war's schon mit dem Kleber. Dann nehme ich mir ein wenig Glitzerkleber. Funkelzauber heißt er. Das ist der silberne. Und mache mir hier in die Mitte einen Klecks rein. So, und dann lege ich mir das jetzt gerade an die Seite zum Trocknen. So, dann nehme ich jetzt meine Karte beziehungsweise meinen weißen Holzaufkleber. Jetzt muss ich mal gucken, ob mein Snail noch reicht. Ich glaube, das ist bald alle. Und klebe mir jetzt. Reicht noch? Aufleger jetzt hier gerade auf die Karte. So, dann nehme ich hier ein Stück Designpapierrest, was ich noch übrig habe. Nehme meine dreifach einstellbare Fähnchenstanze, das ist jetzt 2 Inch breit. Und gehe damit hier rein. Ihr könnt es bis ganz nach hinten schieben. Ich brauche es nicht bis ganz nach hinten. Ich bin da immer ein wenig, ja, geizig. So, das kann weg. Und dann nehme ich jetzt gerade, weil ich brauche jetzt sowieso gleich meinen Präzisionskleber. Damit klebe ich jetzt auch gerade mein Fähnchen auf. Alle, die den noch nicht kennen, wenn ihr dünne Sachen aufkleben wollt, ich kann den euch nur wärmstens empfehlen. Das ist, ja, für mich ein Hammerkleber. Ich finde diese Spitze total toll. Ich, ja, hab den ganz, 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 ganz oft am Wickel. So, jetzt lege ich mir das so hier drauf, klebe ich das so hier hin. Dann nehme ich mein Akibel Ink Stempelkissen in Anthrazit Grau. Nehme mein Weihnachten und stempelt es hier drauf. So. Dann nehme ich mir jetzt noch mal meinen, für die Blume anzukleben, meinen Tombow doch noch mal her. Mach mir hier hinten ein wenig Tombow drauf. Und setz mir jetzt meine Blüte so hier drauf. Könnt ihr dann auch noch so ausrichten, wie ihr sie möchtet, wenn sie wieder platt gedrückt ist durchs Ankleben. So, und dann nehme ich jetzt noch mein ein ausgestanztes Wort Frohe. So ist es richtig. Nehme meinen Präzisionskleber, ich bin mal wieder aus dem Bild, wie immer. So.
und setze sie mir so hier drauf. Der zieht auch furchtbar schnell an, der Kleber. Also ja, einfach eine Wucht in Dosen für mich. So, und fertig ist eure weihnachtliche Karte. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachbasteln und bis bald. Tschüss!